Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur nächsten Folge Vermintide 2. Wir haben hier gestoppt. Wir haben jetzt auch noch ein Fass hier vor uns, das nehme ich noch ein bisschen mit. Wir haben aber, glaube ich, meines Wissens nicht die Möglichkeit, irgendwo dahin zu gehen, zu unserem Secret Spot, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mal gucken, aber ich denke nicht, dass das möglich ist, wenn ich ehrlich bin. So, okay, sehr gut. Wir haben hier ein paar, ein bisschen geärgert hier. Ist auch lieb, dass wir das Schild bekommen haben. Wir hätten es nicht gebraucht, aber trotzdem Dankeschön. So, ich werde mal die hier ein bisschen staggern, damit die hier nicht Sienna angreifen. So, hinter uns ist auch noch irgendwo irgendwas. Genau, hier ist noch eine kleine Clan-Ratte. Oh, ich komme nicht nah genug ran, die wird so weit weggeschubst. So, aber so weit, so gut. Oh, wir müssen auf beim End-Event extrem aufpassen. Ich habe einen Stärketrank für die Chaos Warrior-Welle dann. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Und wir haben auf jeden Fall jetzt auch noch was. Ich kann vielleicht den versuchen, den zu latchen, wenn er hier hinkommt. Ach, oh, verdammt. Ich wurde hier nochmal schön getroffen. Okay, wir machen folgendes. Wir gehen schnell nach hier oben. Irgendwo ist ein Assassine. Und dann gehen wir hier unsichtbar. Genau hier. Und werfen noch eine Bombe daran. Oh nein, meine Bombe. So, aber der ist mal weg. Ich warte hier mal ein paar Sekunden. Und jetzt gehe ich hier weiter. Irgendwas leuchtet da. Könnte was von Eldi sein. So. Okay, Victor geht's hinten gut. Ich kümmere mich mal um die Rattling ganz schnell. Na, ich habe nicht wirklich Zeit, mich um die Rattling zu kümmern, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen uns jetzt erstmal hier temporäres Leben technisch uns darum kümmern. So, irgendwo ist auch ein Assassiner. Finde ich natürlich nicht so nice. Okay, sehr nice. So, Stormwürmer konnten wir schon mal wegholen. Das ist auch sehr nice. Da hinter Sienna können wir was wegholen. Dann holen wir noch die Ratte hier weg. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen Eldi noch helfen. So, sehr nice. Die Feuerratte muss nochmal hier weg. Perfekt. Und dann können wir gleich nochmal hier unseren Ult benutzen. So, nicht mehr lange. So, und raus damit. Dann nochmal hier schnell nachladen und einfach reinfeuern, solange es geht. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Schüsse noch da übrig. Ich muss versuchen, ein bisschen hier auf die Gürtellinie zu feuern. Ich glaube, so können wir manchmal auch hier das Kind, das Baby hinten treffen. Was da ein bisschen mehr Schaden macht. So, weg vom Feuer hier und weg hier mit dem Stormtyp, würde ich sagen. Die ist ja nice. Und dann... Oh, rennen wir hier erst nochmal ein bisschen. Aber man sieht auch hier, wie schnell unser Tempo das Leben hochgeht. Also der Hammer ist schon ziemlich nice. Okay, aber das ist gerade nicht so nice hier. Wenn wir noch ein paar Sekunden abwarten, kann ich noch eine Feuerbombe hier werfen. So, okay, sehr nice. Die Hookkraft ist auf jeden Fall ein bisschen gestaggert. Auch wieder Munition, um weiter kämpfen zu können. War mir schon mal unsichtbar hier. Guck mal, dass wir die... Oh, dass wir hier schnell aus dem Gas raus sind. So, ich heile mal Victor hoch. Ich glaube, das ist gerade das Beste, was wir machen können. Wir brauchen gerade das Medipack nicht. Wir können aber die Rattling da hinten vielleicht, wenn ich gut treffe, mit dem Kopf sogar wegholen. So, nice. Okay, gut, gut. Das haben wir gemacht. Jetzt geht's hoch zu dem Leuchtfeuer. Ah, Eldi hat schon das Leuchtfeuer gemacht. Sehr nice. Und ja, später geht's dann hier hin. Kann eigentlich sogar schon ein bisschen Gas geben. Wenn unten die Stormwürmer ein bisschen hier wegholen. Ist mir jetzt auch egal, ich nutze die Bombe einfach. Es war vielleicht ein bisschen krasser Overkill, aber was soll's. So, wir können ja auch aufs Haus springen. Das mache ich immer ganz gerne von, ich glaube, von da oben kann man irgendwo drauf springen. Ich glaube, mit dem Dash war das nur möglich. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Okay, das ist nicht so nice. Ich konnte den Assassin hier erst jetzt wegholen. Aber keine Sorge, der nächste ist schon auf dem Weg. So, ich guck mal, dass ich hier die... Na gut, die Stormwürmer ein bisschen weghole. Mal gucken, ob ich die Feuerratte hier für den Moment mich da ein bisschen kümmern kann. Im besten Fall mache ich einfach den hier. Das geht auf jeden Fall auch ganz gut. Und dann ein Feuerfass für später.
Oh, wir haben hier auch ein Feuerfass. Dann nehmen wir das Fass doch mal mit. Vielleicht können wir das Fass noch ein bisschen nutzen, um irgendwo was damit wegzuholen. Oh ja, jetzt kommt eine Welle. Ich weiß auch schon, wo das Fass hin muss. Es muss genau für nach hier oben. Oh, und wir müssen schön aufpassen, dass wir nichts einstecken. Das ist natürlich auch wichtig. Ich kann immer ein bisschen pushen hier. Das ist, glaube ich, ganz gut für den Moment. So, genau. Wenn hier ein paar kleine kommen, können wir richtig schön temporäres Leben farmen. Und mal wieder nachladen. Für den Fall, dass hier gleich irgendwas ankommt. So, okay. Nice, nice. So, ich habe die Feuerratte mal markiert. Zweimal draufgeschossen. Einmal einen Stormwürmer da angeschossen. Und dann kümmern wir uns mal um die Stormwürmer, würde ich sagen. Hier einmal hier und da ein Overhead. Dann gibt es eine Bombe einfach mal nach hier. Die machen uns mal unsichtbar und dann holen wir die hier mal weg. So, okay, perfekt. Kann mir ein bisschen helfen. Da konnte ich noch ein bisschen mehr helfen. Da konnte ich hoffentlich auch noch ein bisschen helfen. Ich habe da hinten schon wieder eine Hochrate kommen. Genau da. Okay, aber nice, nice. Oh, da hinten kommt jetzt nochmal eine Welle. Ich kann so ein bisschen reinschießen, ist, glaube ich, ganz nice. Und ich glaube, Abkühlzeitverringerung ist jetzt im Endeffekt dann doch mit ganz gut gewesen, dass ich das genommen habe. Oh, sorry, LG. Aber gut, gut. Schauen wir mal. Da hinten gibt es ein paar. Hier gibt es einen Stormwürmer, den können wir auch relativ einfach wegholen. So, wenn wir mal einen richtigen schönen Overhead hinbekommen. So, okay, der ist auch weg, sehr nice. Und ja, ich könnte mal gucken, ob wir irgendwie auf den Secret Spot kommen, aber ich nehme sehr stark an, dass es nicht möglich ist, wenn ich ehrlich bin. Gut, gut, gibt es auch noch irgendwo einen genauen Assassinen? Okay, da gab es einen Assassinen. Ich dachte gerade ganz kurz, dass irgendjemand Munition brauchte, aber wir haben uns in Kuba ja seit Anfang an der letzten Folge ja schon wieder nicht dabei. Ist ein bisschen schade, aber ist leider so. So, gucken wir mal, was machen wir am besten. So, ein bisschen da drauf feuern. Dann hier den Assassin vielleicht ein bisschen wegholen. Sehr nice. Oh, ich könnte was ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber ich möchte das mal unbedingt ausprobieren. Und zwar, wir gehen nach hier. Und dann nach hier. Und dann laufen wir hier über einen Baumstamm. Ich möchte das mal ausprobieren. Ich glaube, das geht gar nicht. Nee, nee, ich glaube, das geht nicht. Nee. Nee, nee, geht nicht. Schade, schade. Aber es wäre noch eine Möglichkeit, irgendwie zum Secret Spot zu kommen. Es könnte vielleicht auch sein, dass es da irgendwo einen Secret Spot gibt. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Vielleicht muss ich mir das nochmal angucken. Ich hatte einen eingebaut. Wenn ich die Game-Macher wäre. Wenn ich Fatchuck wäre. Darüber und dann darunter und noch da hinten. Vielleicht muss ich das mal ausprobieren. Vielleicht muss ich das später mal ausprobieren. Aber gut, wir machen jetzt erstmal das Finale hier. Dann sind wir ja auch ganz gut durch. Ich bin guter Dinge, dass es heute ohne Probleme geht. Wir können sogar nochmal Heilung mitnehmen. Das ist sehr nice. Ich werde versuchen, einen Trank zu nehmen. Der geht schnell runter und dann können wir was für später haben. Dann haben wir was für später. Sehr nice. Gibt sogar ziemlich viel Heilung, wenn ich ehrlich bin, da drinne. Ah, stimmt. Munition kann ich noch mitnehmen. Nehme ich mal schnell die Munition noch mit. Und dann geht's weiter. So. Das Fass habe ich auch irgendwo schon hingeworfen. Genau, da hinten liegt's. Das können wir gleich hier... Oh, ich wollte nicht schießen. Können wir gleich wieder ein bisschen mitnehmen. Da hinten gibt es noch ein bisschen mehr Heilung für die Mates. Wir haben zwei Fässer. Ich werde ein Fass zu mir mitnehmen. Denn ich werde das nutzen, um ein bisschen Schaden abzuwehren. Ich hatte uns gerade geil, das war nice. Und genau, ich werfe das Fass mal nach hier hinten. Ich werde es nämlich so als letzte Verteidigungslinie nehmen. Ich werde ein bisschen Highground-mäßig hier spielen. So, es kommt nach hier. Und jetzt gucken wir mal, wir können hier hinten rein, beziehungsweise L geht schon hier durch. Ein Freund hat mir gezeigt, man kann auch irgendwie hier durch die Wand glitschen, indem man hier hinkommt und springt. Aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffe.
Oh ja, da war es gerade gewesen. Und dann geht man irgendwie hier so nach rechts und geht hier durch. Ich kann es ja mal ausprobieren. Ist auch irgendwie so eine Sache, die irgendwie, wurde mir so gesagt, bei gefühlt jedem Gegenstand gibt, dass man hier so springen kann. Oh ja, jetzt. Ah, ja, genau. Hier kann man einfach wirklich so rein. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Aber genau, da unten gibt es noch Lamp Oil. Aber gut. Dann schauen wir mal. Victor ist da unten. Ich glaube, wir müssen generell zu Victor alle zusammen. Und dann geht's weiter. Aber es ist auch so eine Sache, das gibt's auch auf anderen Maps. Die andere Map, wie heißt es hier? Against the Grain, hier gegen den Strich im Deutschen. Da gibt's das auch. Da gibt's das so quasi auch. Da kann man auch irgendwie bei so einem Gebäude reingehen. Ich habe gesehen, dass das Leute machen, wenn sie so ganz hohe Reef-Wellen spielen, wo einfach das normale Überleben ein bisschen, oder eher gesagt, deutlich schwerer ist. Aber gut, wir machen mal hier die Truhe auf und ich renne mal hier direkt weg. Ganz schnell weg. Ich gehe nach oben. Ich will da nicht reingehen. Da drin ist oft eine Todesfalle. Und dann gehe ich nach hier auf die Mauer. Ich glaube, hier ist ein bisschen besser. Da müssen sie noch irgendwo ein bisschen anders vorbeilaufen. Die Mates sind da, ein bisschen wird auf uns gehen, ein bisschen woanders hin. Wir können direkt eine Bombe werfen zu Beginn. Dann können wir ein bisschen was direkt wegburnen. Das ist ganz nice. Oder wir werfen die Bombe. Wir werfen die Bombe nach hier hinten gleich. Ich werfe mal das Fass weg, damit wir das für später haben. Und dann werfe ich mal die Bombe. Ah, was soll's, ich werfe die hier rein. So. Und wieder hier rum springt der Chaos Warrior. So, aber naja, dann ist es so. So, da hinten gab es schon das nächste Fass. Sehr nice. So, ich gucke jetzt mal hier, dass ich hier nicht Schaden bekomme. Gehe hier mal ganz gemütlich raus. Ah, wir dodgen ein bisschen, würde ich sagen. Wir haben jetzt so viel wieder hinter uns. Schon hinter uns, sage ich mal, wie es ist. So, dann schnell mal hier runter. Schön mal nachladen. Dankeschön. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen von den Kleinen was wegholen. Und zu unseren Mates gehen. Weil es wird jetzt gleich ein Dingens kommen. Wie heißt hier genau? Hier Leeches. Und das ist natürlich nicht so nice, wenn uns irgendwie so einen Leech bekommt. So, ich guck mal, dass ich hier den Chaos Warrior vielleicht mal schnell wegbehole. Jawohl. Wir haben wieder eine Bombe für schlimme Zeiten. Beziehungsweise für gleich. Wohl eher das. Oh, der Schlag war ein bisschen hier gefährlich gewesen. Ist okay, sehr nice. Den haben wir auch weggeholt. Ich glaube, wir könnten uns auch die erste Fackel holen, wenn ich ehrlich bin. So, okay, sehr nice. Ellie hat den hochgeholt. Ich nehme die Fackel mal nach oben für den Moment. So, da ist ein Assassine, aber ist nicht so dramatisch. Ich laufe einfach mit der Fackel mal nach hier oben. Die Fackel können wir uns schon gönnen. Wir haben auf jeden Fall noch eine Bombe jetzt gleich bereit. was ein Fackeltrick hier gerade. Sehr nice. So, okay, dann schauen wir mal. Wo kommt die Bombe hin? Oder wo kommt sie noch nicht hin? Ich glaube, ich bleib mal ein Stück hier mit Sienna. Und werde die Bombe dann genau jetzt am besten hier reinwerfen. Dann gehe ich direkt unsichtbar und schieße hier mal ein bisschen random rein. Ich sehe hier sowieso nicht wirklich irgendwas. So, okay, sehr nice. Konnte ich ein bisschen was wegholen. Sogar noch ein bisschen mehr. Ich gucke mal hier, dass ich Berserker weghole. Das könnte, glaube ich, ein bisschen gefährlicher werden. Tut mir leid. Ich habe dich angeschossen, Sienna. So, da hinten kommt auch eine Feuerratte an. Ich kann die ein bisschen so wegstaggern. Oh, und Elie kann ich auch anschießen. Sehr nice. Okay, gut. Jetzt haben wir unser Monster. Wir sind wieder voll, was Munition angeht. Ich weiß nicht, wo der Leech ist. Der Stormer, der ist irgendwo dahinter. Oh, da ist unser Leech auf jeden Fall schon mal. Da ist unser, wie heißt hier, Stormfiend. So, wir haben aber jetzt erstmal den hier als Problem. So, eine Bombe für dich. Dann machen die Mates ein bisschen mehr Schaden. Ich kann von hier oben auch ein bisschen drauf schießen. Sehr nice. Oh,
Der Boden ist mehr oder weniger Lava. So, wir machen jetzt folgendes. Wir bringen den hier. Machen den hier. Werfen eine Bombe dagegen. Schießen jetzt hier drauf, so gut es geht. So, aber noch ein bisschen näher kann ich sogar gehen. Aber ich habe den Trank gar nicht getrunken, nicht nach. Ich wollte ihn ja unbedingt trinken. Jetzt ist es zu spät eigentlich schon. Jetzt können wir den auch so einfach hier runterschießen. Ist ja nice. Okay, wir haben das Monster fertig gemacht. Ich nehme die Fackel, komme zu den Mates. Hier oben lang, weil die Mates oben stehen. Und dann haben wir gleich die allerletzte Fackel. Und dann sind wir durch. Hinter uns sind sogar gerade keine Gegner. Oh, so viel dazu. So viel dazu. So, mal gucken, kann ich hier durch? Ah, okay. Ich guck mal, dass ich hier ein bisschen mitstagger für den Moment. Vielleicht kann ich noch ein bisschen, genau, hier Berserker wegholen. Und den hier auch ein bisschen wegholen. So, Victor wirft die Fackel rein. Ich gehe mal hier oben wieder lang. Ich möchte nämlich jetzt gerade noch nicht die Fackel haben. Beziehungsweise kriegen wir direkt eine neue. Ich glaube, es dauert ein bisschen. Naja, das dauert ein paar Sekunden, bis wir eine neue Fackel bekommen. Irgendwo ist ein Leechy oder wie es heißt. Und ein Stormer, glaube ich, auch. Genau, da ist unser hier Dingens. Ich lade mal hier schnell nach, dann kann ich die Berserker ein bisschen wegholen. So, dann gucke ich mal, dass ich eine Bombe hier reinwerfe gegen die Chaos Warrior. So, ich wollte auch noch hier den Leech wegholen, aber dafür ist jetzt zu spät. So, okay, sehr nice. Hier ist noch ein Chaos Warrior übrig. Der will uns natürlich erstmal wegtreten und einen Overhead geben. Assassine kommt näher. Der ist weg, sehr nice. Und jetzt liegt da unten die nächste Fackel. Okay, ist sehr gut. Dann gebe ich mal schnell hier ein bisschen Gas und nehme die mit. Und ja, wenn wir jetzt das letzte gemacht haben, dann geht es einfach weiter. Geht es in die Mitte, sage ich mal so rum. Und dann ist vorbei. Aber ja, einhändiger Hammer macht echt Spaß. Also ich finde den cool. Die Overheads sind schon ziemlich nice mit dem Staggering Temp HP. Ich bin ja echt überrascht gewesen, wie viel wir eigentlich davon bekommen haben gerade eben. Das war ja schon ziemlich, ziemlich krass. So, wir haben eine Stärkebombe an sich sogar noch bereit. Ich bin jetzt natürlich hier allein in der Mitte. Das ist natürlich nicht so schön, aber wir können ja auch hier lang dodgen. Dann trinke ich mal den hier. Schubst die mal weg. Gib unsere letzte Bombe hier auf. Weil ich es kann. Und dann holen wir noch ein bisschen hier das letzte Zeug hier weg. Und ich sag mal, kommt her. Weil an sich ist das ja jetzt hier alles sogar fertig. So, ich kann nochmal hier den machen. Und hier ein bisschen so drauf schießen. Nochmal schon hier rein. So, sehr nice. Ich muss sagen, die Schrotflinte ist okay. Eigentlich sogar ziemlich gut für das, was wir heute machen. Aber für Entfernung und so, naja, wir können Sachen zwar staggern, aber das war's halt quasi auch. Aber naja, wir haben es gut geschafft. Hier, Victor, kriegst du mal uns einen Heiltrank? Hab ich ganz vergessen, dass ich die noch überhaupt hatte. Aber nice. Ohne große Probleme das durchs End-Event. Wir hatten ein gutes Team gehabt. War echt sehr, sehr nice gewesen. So, wir können uns übrigens, wir können übrigens noch hier den einen Eiszapf wegholen. Nur so für zum Spaß. Ah, okay, ist ja nahe schon den gleichen Plan, so wie es aussieht. Ah, oder auch nicht. Ja, wir hatten sogar schon irgendwo einen anderen. Aber ja, ziemlich nice gewesen. Mal gucken, ja, die explodieren nach einer Zeit, die Feuerbälle. Oder ist da oben ein... Ich bin mir nicht so sicher. Nee, die explodieren nach einer bestimmten Zeit, so wie es aussieht. Aber gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns in der nächsten dann Folge wieder. Ich bin aber nochmal gespannt, wie wenig oder viel Schaden wir eingesteckt haben, wenn ich ehrlich bin. Das möchte ich nochmal sehen, weil... Ein bisschen was haben wir eingestellt. Wir sind kein einziges Mal down gegangen in beiden Folgen. Ein paar Mal wurden wir ein bisschen getroffen, aber das war ja echt nicht viel gewesen. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir am meisten mit dem Schrotflinte weggeholt haben. Wenn ich ehrlich bin. Gucken wir mal nach. Aber ja.
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben wortwörtlich am meisten wirklich mit dem Fernkampf weggeholt. Nahkampf ungefähr die ein Drittel. Wir haben ganz schön viel weggeholt, vor allem mit den Feuerbomben. Aber gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin, tschüss.